Hallo Leute, willkommen zurück zu Dark Souls 2 Scholar of the First Sin. Ich mache hier nebenbei, reise ich schon mal. Und ja, es wäre eine Folge, wo ich die Liste abarbeite mit Aufgaben. Und das heißt, heute kommen wieder zwei Folgen. Und kurz vorweg noch, es ist eine offizielle Folge. Also die Folgenzahl geht einfach normal weiter. Das heißt, es kann in dieser Folge auch was sein, was... dass ich irgendwas finde, irgendwas skille, sonst was, worüber ihr nicht extra informiert werdet. Und anders als bei den Folgen, wo ich farme zum Beispiel, oder der Folge, es gibt ja bisher nur eine, ist es dann keine Folge, weiß nicht, Beispiel jetzt 38,1, sondern es ist halt Folge 39. So, wir sollten uns hier im Loch nochmal umschauen. Schau erstmal, ob ich irgendwie einen Schmetterling sehe, aber nein. Ja, das heißt, wir laufen das Loch auf jeden Fall nochmal ab. So. Und jetzt bin ich mal überlegen. Ich denke, wir gehen als erstes mal hier hin. Ja, das war böse. Und der Gegenstand ist runtergefallen. Okay. So, hier ist nichts. Dann gehen wir mal hier hoch. Aha. Dich hätte ich fast übersehen. Okay. Giftiges Wurfmesser. So, und du stehst doch bestimmt auch auf. Oder? Doch nicht. Gut, dann... So, jetzt die Frage, wo könnte noch etwas sein? Fackeln haben wir ja bisher, glaube ich, alle angezündet. Ich weiß nicht, ob ich... Ich springe jetzt einfach mal hier runter. Oh, die haben... synchron angegriffen. Ich habe sie synchron erledigt. Auch schön. Na du Arsch. Aua. So. Schub trinken. Häftlingshandschuhe, okay. Aber hier ist soweit nichts. Nee. Da ist ein Hund. Schauen wir mal. Aha. Ah, ich glaube, ich weiß, wie wir da hinkommen. Da ist noch eine Truhe. Die holen wir uns auf jeden Fall. Beziehungsweise, ich glaube, es ist eher eine Mimik, so wie es schon aussah. Das ist definitiv eine Mimik. Also einfach... Zack. So, und der Gegenstand ist runtergefallen. Nee. Aber ich glaube nur ein Stockwerk runter. Kommen wir da überhaupt... Da kommen wir gar nicht rein, oder? ja. Na toll. Und nun? Mal schauen. Aua. Danke, du Arsch. So. Okay. Faules Harz. Und faules Harz, okay. Ja, ich glaube, da kommen wir gar nicht hoch. Da kommen wir... zumindest so, wie es für mich aussieht, nicht rein. Dann muss ich es nochmal anders probieren. Ich glaube, wenn sowas passiert, dann spawnen die Items das nächste Mal, wenn man am Leuchtfeuer war, wieder da, wo sie eigentlich gedroppt wären. Was bedeutet, wir gehen jetzt mal zurück zum Leuchtfeuer. Hier war ich mir nicht sicher, ob ich springen muss.
Und setzen uns einmal dran und gehen nochmal dahin. Vielleicht ist auch die Mimik wieder gespawnt. Das wäre auch, finde ich, in Ordnung, solange das Item... wir das Item irgendwie bekommen. Denn mich interessiert jetzt schon, was da drin ist. Ich weiß nicht, ob es die früher gab. Ja, hier ist wieder eins durch den Boden gefallen. Das ist hier echt schlimm. Also das könnten sie definitiv noch fixen, dass hier andauernd was durch den Boden fällt. Weil es ist zwar relativ realistisch, besonders wenn hier irgendwie so Löcher zwischen sind, aber es ist einfach nervig. So, dann mussten wir jetzt hier runter. Und wieder beide zusammen. Schön. Jetzt laufe ich mal direkt hier. Das steht ja hier. Ich dachte erst, er steht drüben. Reicht eigentlich, jo, es reicht ein Degen, okay? Und es sieht aber schlecht aus. Ich glaube, es ist gar nicht mehr da. Da fühle ich mich jetzt leicht verarscht. Ne, hier unten liegt es auch nicht. Geh nochmal hoch. Ich gehe mal direkt da rein. Okay, das war falsch. Hm. So. Ne, hier ist nichts mehr. Ich glaube, hier hätte man, oder? Das ist jetzt natürlich da richtig blöd. Ja, hier hätte man es... hier hätten wir es bekommen. Scheiße. Das ärgert mich jetzt extrem. Ja. Hm. Gute Frage. Ja, jetzt müssen wir auf jeden Fall nochmal hin und sehen, wie er holen. Ich habe gerade... das nervt mich gerade total. Denn... keine Ahnung. Ich vermute, es war irgendwas Wichtiges. Ich vermute es echt. Denn ich habe immer so ein Glück. Wenn es irgendwas Wichtiges ist, genau dann... passiert mir so ein Scheiß. Aber, okay. Ich denke, ich werde da demnächst dann mal nachschauen, was da wirklich war. Also in, weiß ich nicht, in einem anderen Let's Play oder irgendwie... ich weiß nicht, ob es irgendwo eine Übersicht gibt, wo drin, wo steht, wer, wo, wie, was, wo drin ist und so. Also in welcher Mimik was drin ist zum Beispiel oder in welcher Truhe oder was weiß ich was. Ja. Hat ja wieder super funktioniert. Auf jeden Fall mal was trinken. Ah, fast drei auf einmal. So. Das nervt mich total. Giftiges Wurfmesser. Giftiges Wurfmesser. Okay. Ja, keine Ahnung, was ich jetzt sagen soll. Scheiße. es nervt mich echt richtig. Ach ja, er ist ja auch wieder da. Große Titanitscherbe, okay. Gut, also wenn jemand irgendwie weiß, wie... ich es hinbekomme, dass ein Mimik oder das Item wieder da ist, schreibt es mir auf jeden Fall. Land das zufällig in der Kiste? Ist da irgendwas drin? Nee, oder? Nö. Ist nichts drin. Gut, mir ist aber nebenbei noch was aufgefallen jetzt in meiner Aufnahmenpause. Wir haben die Finstergamaschen schon. Die wollte ich eigentlich ursprünglich anziehen.
Die sind jetzt auf jeden Fall leichter, haben ein bisschen weniger Resistenzen, aber ich finde die ganz geil, besonders die Rüstung auch. Ich weiß bisher leider noch nicht, wo wir die Rüstung bekommen. Ich glaube, die Stulpen müssten wir auch schon haben. Genau, ich finde, Stulpen haben wir auch schon. Die sind wieder besser als die Narren, aber wir lassen erstmal die Narren an. Wenn ich mich nicht täusche, hat man sie früher im Eisenschloss bekommen. Da war eine Mimik, die jetzt aber nicht mehr da ist. Also in diesem Raum, wo die ganzen Aufzüge und so sind. Ich weiß jetzt gar nicht hier, nö, ich glaube, normal müssen wir hier eigentlich alle Fackeln haben. Wenn wir noch nicht alle Fackeln haben, schreibt sie mir bitte. Ich habe hier gerade keinen Bock mehr auf das Gebiet. Ich gehe in ein anderes. Und zwar wird das die Werft werden. Da. Und da schauen wir uns nochmal um. Ja, und keine Ahnung, wo wir jetzt bekommen. Also ich hatte jetzt noch im Kopf, dass man sie vielleicht auch in Aldias Festung bekommt. Das andersrum war, dass man die Maske oben in der Mimik bekommt und die Rüstung und so weiter in Aldias Festung, aber nein. Beziehungsweise nur die Rüstung in Aldias Festung. Das auf jeden Fall auch nicht. So. Haben wir hier schon alle Fackeln angemacht, oder? Weil eigentlich wollte ich jetzt hier hinten alle Fackeln anmachen, aber schauen mal. Ich renne mal eben durch. Sag ihm mal guten Tag. Er müsste doch jetzt... Hallo? Kommst du mal hoch? Geht doch. So. So. Und immer mal nach oben schauen, ob ich irgendwo einen Schmetterling sehe. Nee. Ich dachte gerade, da wäre einer gewesen, aber nicht. So, den Hund hole ich mal weg. Und dann einmal hier rein. Guten Tag. Guten Tag. Hühneninfanteriehelm, okay. So, hier ist aber eigentlich alles an. Ja, sehe ich von hier irgendwo ein Schmetterling? Nee, nicht wirklich. Okay. Ach nee, das war das. Okay. Ja, falls ich jetzt hier schon alle Fackeln an habe, sage ich schon mal vorweg, wenn man den Pharos-Stein da einsetzen muss, um oben das Teil anzumachen, dann schreibt sie mir bitte. So. So. Und so. Und. Oh, du noch? Du natürlich auch noch. So, du kannst da oben auch mal bitte runterkommen. Und sterben. So, du stirbst auch noch. Gibt uns noch eine Fackel, ja? Ja, tatsächlich. Okay. Hier scheint keine mehr zu sein. Hier drin auch nicht. Ne, hier sehe ich keins. Keinen Schmetterling. Okay. Gut, hier ist auch keine Fackel mehr. Nee. So, du stirbst mal bitte. Du stirbst bitte auch noch. Hier oben ist auch nichts. Und du stirbst auch bitte. Na, so, jetzt aber. Varega-Rüstung, okay. Gut, hier scheint... Oh, dich habe ich ja ganz vergessen. Gut, warum mache ich eigentlich so eine Panik? Ich meine, aushalten tun wir eigentlich genug. Ich gehe eigentlich stark davon aus, dass hier irgendwo noch ein Schmetterling ist, aber ich finde hier gerade keinen. Weil eigentlich wäre es das perfekte Gebiet. Wenn man es mal so sieht. So, die Arschlöcher hier.
Ja, die halten noch etwas mehr aus. Aber sind sofort gestaggert, das ist gut. Okay. Okay, sind doch nicht sofort gestaggert. Aua. Aua. Oh, Blutung. Wenn ich jetzt ein bisschen was einstecke, ist auch egal. Das ist mir jetzt nicht so wichtig. Schimmernder Lebensschwert, ein Breitschwert und ein Langschwert. Gut. So. Der war wieder gestaggert. War jetzt unten eigentlich eine Fackel? Nee, oder? Nö, okay. Gut, dann gehen wir hier hoch. Und schauen hier mal, hier ist... keine, okay. Einmal einen Gafflands alten Platz. Ausrollen. Oh, Degen in Gefahr. Ach, da ist doch. Ey. So, nutzen wir halt einfach mal eben das Reparaturpulver. Und ich glaube, hier vorne war irgendwo eine Fackel. Da muss ich gerade nur überlegen, wo. Ich weiß, wo die nächste ist in unserem Inventar. Jetzt aber nehme ich einfach einen Flammenschmetterling. So, und hier, irgendwo hier müsste einer sein. Die hatte ich genau da. Hat schon irgendwo was Rotes aufgetaucht? Nee. Gut, waren glaube ich auch noch mehr, die uns gefehlt haben. So. Schlückchen nehmen, ne? Und... hätte ich so fast übersehen. Ne, ich sehe immer noch nichts Rotes. Okay, einmal hier hin, einmal hier hin. Hier draußen ist auch keine. Ich glaube, hier unten waren nämlich überall auch noch Fackeln. Ja, wie man sieht, die haben übrigens Angst vor Feuer. Ich weiß nicht, ob ich schon mal erwähnt hatte. Von daher sind die mit einer Fackel in der Hand eigentlich relativ einfach noch zu machen. Da man gut an die rankommt. So, eigentlich müsste hier doch... erstmal das anzünden. Och, ist ja niedlich, was der für einen Schaden an uns macht. Ja gut, wir haben halt auch schon... halten schon einiges aus. Okay, ihn bräuchte ich jetzt eigentlich nicht machen. Aber na, schaden kann es nicht. Okay. So. Und da hinten ist der nächste. Aua. So. Die Fackel ist an. Hier mal eben reinrollen. Und schauen wir hier irgendwo eine Fackel? Nee, oder? Oh, etwas gedroppt. Ein Variga-Schwert, okay. Nee, scheint nicht so. Die Fackel ist an. Hier oben ist keine. Ja, wie man sieht, mit einer Fackel sind die ziemlich einfach. Wir haben Breitschwert und Langschwert, oder? Ne, Schmannerlebenstein, okay. Ist hier drin denn eine? Könnte doch eigentlich eine sein. Nee, auch nicht. Da oben steht eine. Hier unten im Wasser war keine wahrscheinlich. Nö. Gut. Dann schauen wir mal eben aufs Schiff. Ob da vielleicht eine Fackel ist. Kann ja auch alles noch dazu zählen. Hier scheint keinen zu sein. Da oben ist der Pyromant und er kommt auch schon angerannt. Na, jetzt treffe ich ihn nicht.
Ah ja, jetzt kommen ja die aus dem Wasser noch nach. Und einmal alle durch. Ja, da haben wir auch genug. genug Level jetzt mittlerweile. Also hier genug Seelen gefarbt und alles und sind so stark eigentlich, dass es locker passt. So, hier unten wird vermutlich auch keine Fackel sein, nee. Hier drin denke ich auch nicht. Nein. Nö. Ja, es gibt auch ich glaube, ein Torch Run. Heißt der, glaube ich. Nee, hier ist auch keiner. Da geht es darum eigentlich, dass man ab dem Moment, wo man die erste Fackel findet, die Fackel anzündet und sie das komplette Spiel bis zum Ende durch anhält. Oder Olympic Torch Run oder ich weiß nicht genau, wie es heißt. Aber man muss im Prinzip alles mit einer Fackel machen und die darf nicht ausgehen. Ist natürlich schon heavy. Oder was? Ich glaube nicht ausgehen, oder? Es kann auch sein, dass ich mich täusche und ausgehen darf. Da muss man aber zu dem, ja, Leuchtfeuer oder der Fackel zurück, wo man als letztes war. Und da wieder ein neues Feuer holen. Du lebst noch. So. Hier ist nichts, oder? Nee, hier ist keine mehr. Gut, dann schauen wir nochmal in dem Haus, wo Gafflam war. Und dann war es das soweit hier. Ja. Einmal bitte hier rein. So, Fackeln. Keine Fackeln. Fackeln. Keine Fackeln. Und hier. So, nehme ich jetzt meinen anderen rein. Ja gut, demnächst wird der, soll der Bug ja zumindest behoben werden. Dass man so viel, ja, Haltbarkeit verliert bei den Waffen. Denn das liegt daran, dass ich mit, ja, 60 Frames zocke. Das ist bei 30, würde es nur halb so schnell sinken. So. Okay. So, ja, ja. Ich sehe nicht immer, bitte nicht immer unten die an. Gut. Hm. So geweckt werden ist auch schön. Na, ich treffe ihn einfach nicht. Jetzt aber. Eisenfall. Okay, nehme ich. Hier ist keine Fackel. So. Und du bitte noch. So, und das dürfte es dann hier gewesen sein eigentlich. Ja. Nee, hier ist sonst keine Fackel mehr. Stell mich mal hier hin. Ich sehe auch nichts, wo irgendwie jemand aufgetaucht sein könnte. Nö. Gut, dann wie gehabt, wenn es das jetzt nicht war, also nicht jede Fackel war, dann schreibt es mir in die Kommentare. Und schreibt mir bitte noch, wo die letzte ist und eventuell halt auch, wo derjenige auftaucht. Also falls ein rotes Phantom auftaucht oder war zumindest eher gesagt, nee, sagen wir so, schreibt nicht, wo er auftaucht oder was auftaucht, sondern ihr schreibt einfach, wo ich danach, wenn ich alle anhab, dann mal schauen soll. Gut. Dann gehen wir. Ja. In die Lichtsteinbucht. Genau. Da muss ich auf jeden Fall auch noch was erledigen. Da wir jetzt aber nicht mehr so viel Zeit haben, gehe ich einmal unten hin und gehe nur eben zu der Stelle, wo wir jetzt sowieso noch was erledigen müssen. So, hier renne ich einmal schnell durch. Ja, ja. Lass mich bitte da einmal durch. So.
Kommen die uns hinterher? Ja, kommen sie. Ja, oder? Nee, doch nicht. Gut. Ach Quatsch. Was will ich denn machen? So, und eigentlich überlege ich gerade, könnten wir zumindest hier schon mal eben die Fackeln anmachen. So. Und ein bisschen nach oben schauen. Aber außer Spinnen sehe ich nichts. Dann nutze ich nochmal einen Flammenschmetterling. Bitteschön. Einmal die Fackel an. Schauen wir hier mal rein, ob hier eine ist irgendwo. Aber sieht nicht so aus. Vielleicht hier draußen noch. Nö. Hier ist keine. Gut, hier steht auch keine. So, dann gehe ich jetzt einfach mal hier durch. Und versuche es einfach mal zu ignorieren. Da ist eine Fackel. Schnell mal entzünden, bevor die ganzen ankommen. Und mir fällt ein, da könnten wir eigentlich das super nutzen. So. Da haben wir auch schon die meisten erledigt. Ja, komm. Du auch noch. Gut. Und dann schauen wir mal eben hier rein. Hier haben wir nämlich jetzt ja einen Lichtsteinschlüssel. Und kommen daher hier rein. Hier gibt es nicht viel. Ja, wann nochmal benutzt. Und hier ist eine Truhe. Gut. Hallo Spinni. Gut, dass du uns so nicht triffst. So. Schnell mal was aus der Truhe holen. Großschwert des schwarzen Ritters, großer Feuerball und Feuersamen. Okay, parier durch. Und ah, den Treffer. Sehr gut. Dann nehme ich jetzt aber, ach, was will ich denn machen? Fackel. Nehmen wir auf jeden Fall wieder mit. Und schauen nochmal auf dem Weg da runter, ob da vielleicht noch irgendwo eine ist. So. Ist hier noch irgendwo eine Fackel? Bestimmt. Ganz bestimmt. Gehe ich mal stark von aus, dass hier irgendwo eine rumsteht noch. Nope. Da oben drauf. Komme ich denn da? Ne, ich laufe erstmal den normalen Weg eben. Ja, fall wieder runter, ist auch in Ordnung. Gut, ihr müsst doch langsam. Nö, die da oben kümmert sich nicht um uns, also lass mal sauber. Nee, warte mal, hier könnten wir dann. Da schaue ich jetzt nämlich hier oben nochmal. Auf der anderen Seite. Ach, auf der anderen Seite, auf der anderen Etage. Beziehungsweise von hier aus ja auf der anderen Seite. Wenn man da überhaupt hinkommt. Aber doch, sieht gut aus. Und nichts. Nee. Keine Fackel da. Irgendwo ist da irgendwo irgendwas runtergesprungen, aber okay. So, dann. Hier rechts scheint auch keine zu sein. Da hinten kommt man nicht hin. Und einmal bitte hier hin. Danke.
Oh, ich dachte schon, ich falle komplett runter. Oh. Hatte ich gerade mal eben wieder was ein bisschen im Hals, Entschuldigung. Ich weiß auch, jetzt gerade bei mir, ich weiß nicht, ob das vielleicht irgendwie auch am, ja, was heißt am Frühling liegt, aber an den blühenden Bäumen oder so, dass ich irgendwie mittlerweile eine Allergie entwickelt habe. Und ich sollte hier mal ein bisschen aufpassen gerade. So. Keiner was gedroppt? Nee, okay. Gut, hier ist auf jeden Fall auch keine. Da liegt doch was. Das hole ich mir auf jeden Fall. Ein Kettenbrecher, okay. Und dann einmal hier runter. Aber so wie es aussieht, ist hier drüben auch nichts. Ja. Das war... kompletter Fail. Kommt man da nicht irgendwie... Doch, hier kommt man hoch. Dass die Spinnen dann sich auch gar nicht für uns interessieren gerade. Das finde ich interessant. Ah, oh, hier liegt ein Item noch. Okay. Dämmerungskraut. Ja, gut. Brauche ich nicht, nehme ich aber mit. Besser haben als nicht haben. Auch wenn man es nicht braucht. Ist zumindest in Dark Souls so. Ich glaube, die haben auch irgendwie ein bisschen Angst vor Feuer. Weil die hauen alle vor mir ab. Ja, ist in Dark Souls auf jeden Fall so. Besser haben als nicht haben. Im echten Leben ist es natürlich ein bisschen anders. Denn da, ja, hat man auch begrenzt Platz. So, wir schauen jetzt erstmal hier drüben. Hier gehe ich gleich nochmal hin. Und schauen wir jetzt nochmal hier drüben, ob hier irgendwo eine Fackel steht. Aber ich glaube nicht. Privatgemächer des Fürsten. Da wird wahrscheinlich keinen mehr sein. Hier ist noch das Leuchtfeuer. Oder das Urleuchtfeuer. Nee. Und dann gehen wir mal hier rüber. Denn hier gibt es auch noch was. Weiß nicht, wer es kennt. Dann laufen ein paar Spinnen, aber die sollen uns egal sein. Wir können den Stein jetzt untersuchen. Leider passiert nichts. Ach nee, stimmt. Wir können noch nicht. ja. Fail. Eindeutig. Nee, wir können noch nicht untersuchen. Klar. Brauchen noch was anderes dafür. Dann würde ich sagen, gehe ich zum Leuchtfeuer. Reise nach Majula. Und sehen uns in der nächsten Folge dann in Majula und ich skill dann wahrscheinlich nochmal ein Level. Und sagt dann vielen Dank fürs Zuschauen und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und einen Kommentar da. Und bis zum nächsten Mal bei Dark Souls 2 Scholar of the First Sin.